Täter sind inzwischen durch Zeugenaussagen belastet. Für die Männer und Frauen der Spezialeinheit keine Unbekannten. Die meisten der nigerianischen Täter sind schon einmal beim Drogenhandel aufgefallen. Jetzt aber, mit den neuen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, sind die Fahnder dem großen Dealer, dem schwarzen Rauschgiftpaten, auf der Spur. Die Aktion läuft als Einsatzkommando Bombastik. Mit ihr zusammen in einer Wohnung gelebt. Flughafen Düsseldorf. Nach Erkenntnissen der EK Bombastik Einfalltor für Drogen aus Übersee. In Absprache mit Thomas Wache werden die Maschinen aus der Karibik und Südamerika ab sofort vom Zoll verschärft kontrolliert. Schönen guten Tag, der zweimal Ihre Pässe bitte. Der ist zu zweit alleine. Stopp, alleine. Nur der Pass bitte. Dem Täterprofil entsprechen schwarze Frauen. Sie werden von den Bossen gern als Drogenkuriere eingesetzt. Sie kommen jetzt aus Punta Cana? Ja. Wie lange waren Sie da? Dreieinhalb. Was mitgebracht an Waren, die Sie eingekauft haben? Nein, ich komme Dominikans. Ja, wir versuchen hier reinzukommen zur Kontrolle. Besonders kritisch sind die Beamten dann, wenn sie vermuten, dass die Frauen, als Touristinnen getarnt, aus der Karibik anreisen. Jedes Gepäckstück wird genau untersucht. Sind Päckchen und Pakete eingeschweißt, ist der Zoll besonders wachsam. Zur gleichen Zeit sucht Drogenhund Bobby auf dem Gepäckband nach Koks oder Heroin. Seiner Nase entgeht nichts. Ist Rauschgift im Koffer, schlägt er sofort an. Doch die Maschine heute scheint sauber. Bobby meldet nichts. Kein Stoff. Der Düsseldorfer Straßenmarkt ist leergefegt. Die Hölle für Süchtige. Die Abhängigen belagern die Busse. Die Polizei hat etliche Verkäufer weggeschnappt. Die übrigen Dealer bleiben in Deckung. Der Nachschub für die Süchtigen ist unterbrochen. Wegen denen kriegen wir keine Drogen. Und jetzt sind wir hier auf Entzug alle. Die haben alle Angst. Die haben alle ihre ganzen Drogen versteckt. Wegen den ganzen Drogenfahnder, alle in Zivil. Und deshalb verkaufen die nichts. Und jetzt sind hier über 30 Drogenabhängige, alle unterwegs. Und einer wird verrückter wie der andere. Alle nervös, weil keiner findet was. Und sind alle jetzt irre geworden. Und der Fahndungsdruck auf der Straße wird von der Schürbusch-Mannschaft noch erhöht. Wieder gerät die Linie 722 in den Fokus. Mehrere Drogenhändler sollen zugestiegen sein. Der Bus ist voll mit Süchtigen, die dringend Stoff brauchen. Rauschgifthandel am helllichten Tag unter den Augen normaler Düsseldorfer Bürger, die mit Bussen und Bahnen nur zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren. Die Fahrgäste sind entsetzt. Da sie kaum etwas von den verdeckten Aktionen der Polizei mitbekommen, fühlen sie sich alleingelassen. Das ist ja nicht gut. Ich fahre jeden Mittag ungefähr mit der Straßenbahn. Ich verstehe nicht, dass die Polizei da nichts macht. Sind Sie schon mal bedroht worden? Bedroht in dem Sinne nicht, aber willst du was, ist was. Und deshalb halte ich mich möglichst jetzt hier vorne auf. Was soll ich da großartig machen? Ich mische mich da nicht ein. Aber wenn ich das dann sehe, wenn dann Schulkinder da zwei Sätze weiter sind, also das finde ich absolut auf Deutsch gesagt scheiße, ne? Ja, das ist entsetzlich. Aber mit 5, 6 Schwarze sitzen da und dann verkaufen die das da. Vorige Woche haben wir noch gesehen. Ich finde das nicht gut. Das ist furchtbar, ist das. Was sich im Bus an Drogendeals abspielt, können wir mit verdeckter Kamera zeigen. An der Haltestelle steigen wir mit den Drogenabhängigen ein. Links an der Tür sitzt ein Schwarzafrikaner. Auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges sitzt ein zweiter Afrikaner. Auffällig der junge Mann, kurze blonde Haare, Rucksack, und der ältere Mann, dunkle Haare, dunkle Weste, helle Hose, der nach vorne kommt. Fast alle Fahrgäste hier im hinteren Teil des Busses sind Drogenabhängige auf der Suche nach dem nächsten Schuss. Der links sitzende Schwarze wird von den Süchtigen umlagert. Sie bedrängen ihn geradezu. Die Käufe gehen blitzschnell über die Bühne, man verständigt sich mit Handzeichen. Auch im hinteren Teil wird gedealt. Ein Konsument sitzt einem Dealer direkt gegenüber. Und dann kommt es zur Übergabe des Rauschgifts. Der schwarze Drogenhändler gibt dem Konsumenten den Stoff direkt in die Hand.
An der nächsten Haltestelle steigen beide aus. Der Dealer verlässt den Bus, kann vorläufig unerkannt entkommen, weil sich im Moment die Polizei auf den vorne sitzenden Drogenhändler konzentriert. Der bleibt mit seinen Kunden im Bus. Außerhalb des Busses sind die verdeckten Ermittler aktiv. Sie überprüfen die Konsumenten, die inzwischen ausgestiegen sind. Erstes Ergebnis positiv. Der junge Blonde und sein Kumpel haben frisch gekaufte Drogen dabei. Damit ist klar, der Dealer kann festgenommen werden. 23:26 unterbricht. Wir haben positiv bei den beiden. Zurück im Bus. Dort sind inzwischen alle Konsumenten bestens mit Stoff versorgt. An der nächsten Busstation verlassen der Afrikaner und seine Kunden das Fahrzeug. Die Fahnder warten bereits draußen auf den Drogenhändler, doch der versucht zu flüchten, läuft dabei den Beamten direkt in die Arme. Die Beamten versuchen zu verhindern, dass der Mann die im Mund geführten Drogenpäckchen herunterschluckt. Ali, nach oben. Okay, finish. Ist okay. Ali. Ist gut. Ja, ich hab ja schon. Ich komm ja nicht. Hände nach hinten. Hands on your back. Hände nach hinten. Hands on your back. Man. Der Druck auf die Augenhöhlen bewirkt eine Blockade des Schluckreflexes. Ein Spezialgriff. Der Dealer krampft mit aller Kraft seine Hände zusammen. Hier hat er das Drogengeld. Er weiß genau, das darf man nicht bei ihm finden. Damit könnte er auch überführt werden. Mein Gott, man! Mein Gott, man! Doch hier plötzliche Gegenwehr, als die Beamten die Taschen leeren wollen. Es geht immer noch um das Drogengeld, das der Dealer krampfhaft in den Händen hält und in den Sitzen verstecken will. Okay. Stop. Okay. Das war's. Das Drogengeld, ein wichtiger Beweis der Polizei für den kriminellen Handel. Das wollte der hinten reinstopfen. Jetzt sind Sie ja da relativ massiv gegen den vorgegangen, ja, gegen den Drogendealer. Warum wird mit so hartem Polizeieinsatz reagiert? Ja, wir haben ja mehr oder weniger festgestellt, dass im Bus WTM, sprich Drogen, Heroin oder Kokain verkauft worden ist. Der Verkauf der Drogen durch die Schwarzafrikaner, insbesondere durch den Schwarzafrikaner, wurde beobachtet. Der hat den Bus verlassen. Man hat ja auch gesehen, wie der versucht hat, in alle Richtungen zu flüchten. Ja? Nur durch den Einsatz von Leuten, die auf der linken Seite waren, auf der rechten Seite waren, ist es uns gelungen, den praktisch im sicheren Bereich des Gehweges festzunehmen. Die Gegenwehr, die dann noch stattgefunden hat, ja, kann also auch wesentlich besser durch mehrere Leute leicht gebrochen werden, als durch vielleicht nur zwei Leute, die dann massiv die Gegenwehr brechen müssen, die der Festgenommene an den Tag gelegt hat. War also relativ gut zu sehen in dem Moment. Wir versuchen dann auch gleichzeitig noch Betäubungsmittel, die im Mund transportiert wurden, durch ganz bestimmte Maßnahmen und Grifftechniken, die wir anwenden, hervorzubringen. Letztendlich hat die Maßnahme ja auch dazu geführt, dass wir einen Bubble mit Kokain oder Heroin, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, noch sicherstellen konnten, was bei der Festnahme ausgespuckt wurde. Man muss also sagen, der Einsatz der Polizei wird immer so gestaltet, dass es möglichst wenig Fremd- und Eigengefährdung hat. Unterdessen haben Waches Leute eine neue heiße Spur. Seine Abhörspezialisten haben bei der Telefonüberwachung Hinweise auf eine konspirative Wohnung bekommen. Dort sollen Drogen für den Straßenverkauf verpackt worden sein. Hör mal, unser Mann, der müsste sich jetzt im Bereich der konspirativen Wohnung im Hafen aufhalten. Auch das Spezialkommando Ulf Schürbusch durchsucht Wohnungen nach Rauschgift. Sicher. Können rein, Wohnung ist sicher. Die Schürbusch-Leute treffen niemanden an. Jetzt wird die Wohnung auf den Kopf gestellt. Überall wird nach Rauschgift gesucht. Beweise für den Handel werden zusammengetragen. Selbst die Abflussrohre werden kontrolliert. Diesmal finden die Ermittler keine Drogen, aber reichlich Beweise für Drogendeals. In dieser Wohnung ist eindeutig Rauschgift verpackt worden. Also wir haben jetzt hier im Müll praktisch schon, ja, im Mülleimer Zellophanpapier gefunden. In dieses Zellophanpapier sind runde Löcher reingeschnitten worden. Das lässt darauf schließen, dass
Dieses Stück, was rausgeschnitten worden ist, dazu diente, dass da Heroin oder Kokain eingefüllt wurde und ein Pack oder ein Bubble gemacht wurde. Ja. Das Material nehmen wir jetzt mit und hier sind also dann noch kleinere Packs. Müsste man einen dunklen Untergrund haben, nicht mal hier so Jacke. Ja. Kleinere Packs, wo also auch Heroin oder Kokain drin verpackt sein wird. Oder nach erfolgreicher Aktion Polizeiroutine auf der Wache. Dort musste der widerspenstige Drogenhändler aus dem Bus erst einmal warten. Mit einer Sofortbildkamera wird er jetzt fotografiert und für das weitere Ermittlungsverfahren vorläufig weggesperrt. Die ebenso festgenommenen Konsumenten müssen nun verhört werden. Ziel dabei, sie sollen gegen den Rauschgiftverkäufer aussagen. Doch zuvor muss der Schwarzafrikaner von den süchtigen Käufern erst einmal eindeutig identifiziert werden. Dem jungen, blonden Drogenkäufer aus dem Bus wird deshalb eine Fototafel vorgelegt. Einer der hier abgebildeten Schwarzen ist der festgenommene mutmaßliche Händler. Er erkennt den Dealer sofort und bestätigt den Verkauf. Das wird wohl vor Gericht Bestand haben und zusätzlich seine klare Aussage. Haben wir auch bitte im Verkauf? Hast du das gesehen? Die Ermittlungen sind mühselig, aber erfolgreich. Ulf Schürbuschs Einheit hat eine Inhaftierungsquote von 70%. Das bedeutet, sie haben nicht nur Dealer aus dem Verkehr gezogen, sondern auch gerichtsharte Beweise vorgelegt. Das habe ich schon, ist nicht. Fotos überführter Straßendealer, die sie in den letzten Wochen festnehmen konnten. Zurück zu Thomas Wache. Er präsentiert seinen großen Fisch. Voll stolz zeigt er das Bild des mutmaßlichen Drogenbosses aus dem Polizeicomputer. Das ist die Person, die wir als eigentlichen Haupttäter aus unserer EK-Bombastik ausgemacht haben. Und das ist er also, Mr. Bombastik. Der 33-jährige mutmaßliche Chef eines afrikanischen Rauschgiftrings in Düsseldorf verhaftet. Seine kriminelle Karriere begann er als Asylbewerber. Die Polizei beschuldigt ihn des Drogenhandels für über 1 Million Euro. Jetzt wartet Mr. Bombastik auf seinen Prozess. Spektakuläre Fahndungserfolge. Das Ende des Drogenhandels in den öffentlichen Verkehrsmitteln? Mit verdeckter Kamera fahren wir wenige Tage später noch einmal auf den Düsseldorfer Rauschgiftlinien. Wieder ist die Bahn voller afrikanischer Dealer und süchtiger Käufer. Diesmal treten die Rauschgifthändler zu dritt auf. Sie dealen offen weiter. Der Schwarze links im Bild fischt blitzschnell ein Bubble aus dem Mund und steckt es dem Drogensüchtigen zu. Der Drogenhandel geht weiter, als wäre nichts geschehen. Die Spezialisten vom OK Rauschgift gemeinsam mit Ulf Schürbusch und seinem Team führen in Düsseldorf einen fast aussichtslosen Kampf. Die Ermittler gehen zwar hart gegen Dealer und eher rücksichtsvoll gegen die Süchtigen vor. Den Straßenhandel können sie nur eindämmen. Die Szene wirklich trockenlegen können sie nicht. Für jeden